Jawohl. So, du bist dran. Robotöter MK1. Okay, das ist der erste. Angelo ist doch jetzt auf Wunden heilen, ne? Ja, genau. So, dann machen wir mal Heilungssieb, um einfach mal herauszufinden, wie die Attacke aussieht. Dear Goddess. Na, schönen Dank auch, du Mistvieh. Ah, okay, die Hälfte wird geheilt. So, dann machen wir das mal ganz anders. Hä? Hab ich nicht... Achso, ich habe auf Gnadenlos gestellt. Auch nice. Das, was ich nicht machen wollte... Immerhin. So, Taktik. Alle Befehle befolgen. So. Wir kämpfen mit Falkenhieb. Jengos macht Monster Muncher. Sie macht Schmor und Zauber Multiheilung. Wenn schon richtig. So, Multiheilung kommt durch. Sehr schön. Hey, du hast echt auf Jengos abgesehen, ne? Gerade. Ist es jetzt schon eine Silber oder Gold? Weil der Gegner ist ziemlich hart. Hort ihn nehmen. So, dann... Heilungshieb. Monster Muncher. Dann... Versuchen wir mal das und Multiheilung. Ja, man muss einfach nur eine Frau... Eine Frau muss sich einfach nur ein bisschen regeln und schon ist er besiegt. Ja, das ist eine Kupfer. Ja, wollte gerade sagen, eine Silber mindestens. Er hebt sich wieder und... hat saugeile Werte, ganz ehrlich. So, dann wechseln wir mal das aus. Und zwar... gegen... ihn hier. So. Dann... sollte ich noch einer woanders befinden. Blitz, Bleedeck Junior und Jack Frost soll die, und ein Cybot soll hier eigentlich auch noch rumlaufen, aber irgendwie will es nicht so sein. So, jetzt können wir einfach mal... Habe ich den noch? Ja. Nein, nicht kalter Käse. Hab ich da schon ein Rezept gemacht? Kalter Käse haben wir schon. Davon gibt es ein Rezept und zwar nämlich kühler Käse und der Wasserpad-Schimmel. Machen wir das einfach mal. Ach, ich habe doch noch den Käse gehabt. Den hätte ich doch benutzen können. So, jetzt schaue ich mal.
Es sollen noch zwei sich befinden. Und zwar... Und zwar irgendwo auf dem Hügel oder so, in der Nähe von... Wo ist die Stadt? Geradeaus. Irgendwo... Da hinten. Schauen wir mal, ist hier irgendwas? Da läuft jetzt der rum, das ist aber nicht den, den ich suche. Ich suche nämlich andere Viecher. Und da kann ich auch nicht hoch, ne? Die greifen plötzlich an. Du wirst mich doch verarschen, oder? So, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Ich will es einfach mal ausprobieren. Der himmlische Käse. Dann... Hexenschuss und Multiheilung. Ernsthaft, die Multiheilung kommt vorher. Ist egal. Immerhin verwirrt. Die Kraft des Munchies. Und jetzt? Ah, wollte gerade sagen. Das sollte doch funktionieren, genau. So. Dann habe ich ja noch den milden Käse. Jengus. Monster Muncher. So, und Angelo setzt Multischuss ein. Er ruft Unterstützung, aber es kommt keine Hilfe. Ah, ein Glück. Ein Glück. Yes, der zweite schon mal verwirrt. Munchy Power! Jawohl. Was war das denn jetzt? Das war doch kein ordentlicher Multischuss. Oh, ein weiterer Höllenhund kommt. Gut, wenn das so ist... Dann machen wir das mal so. Und Braus habe ich auch noch nicht gesehen. Einfach mal ausprobieren und schauen, wie das aussieht. Schmort in der Hölle, ihr Höllenhunde. So, der ist auch schon mal weg. Alter. Kranker. Drei Wirbeltornados zu ein Tornado. Hammer. So. Das ist... Wie kommt man denn da hin? Kann auch sein, dass einige Monster nur abends auftauchen. Kann alles möglich sein.
Weil. Nicht hier, sondern woanders. Nee, da hoch komme ich gar nicht. Für Jack Frost gibt es zwei verschiedene Orte. Zeigt mir die Karte an. Aber irgendwie sind an beiden Orten keiner. Hier nämlich an der Höhle. Ja. Und der Cybot. Was hier auf der Karte. Vielleicht ist die Karte ja auch falsch. Wer weiß. Kann ja alles sein. Und der Cybot ist irgendwo hier. Eigentlich. Eigentlich ist er irgendwo hier. So. Alte Taktik. Warum macht sie nicht die höhere? Das verstehe ich nämlich nicht. Dafür, dass ich auf gnadenlos gestellt habe, ist die relativ. Ja, ist gleich. Macht die relativ schwache Zauber. Könnt ihr mal jetzt keine Ruhe lassen? Das wäre nett von euch. So. Ja, eigentlich ist er irgendwo hier. Wie gesagt, man sieht es ja nicht mal. Ob hier Nacht oder Morgen ist, das ist ja das Problem. Ne, hier ist aber keiner. Also ich sehe keinen. Nö, eigentlich soll sich hier noch ein Monster befinden. Kann das sein, dass sie verstreut sind, nicht alle hier? Dann müsstest du mir die Gebiete mal sagen, wo die sind. Ich dachte, die sind alle drei hier. Naja, was soll's. Dann holen wir uns einen kühlen Käse. Oder kalten Käse. Mit den kalten Käse kann man noch was machen, okay. Dann brauche ich Weihwasser, Fledermausflügel und Kuhfladen. Somit habe ich alles erstellt, was ich bis jetzt machen konnte. Jetzt muss ich halt noch mal neu gucken. Was ich jetzt noch für Sachen herstellen kann. Wir können ja mal eben den Junior besiegen und dann gucken wir mal, ob der ausreicht. Oder ist das... Guck jetzt mal. MC Hammer. Ich dachte, die heißen so, aber heißen wahrscheinlich nicht so.
Vielleicht sind das ja... Hoopster... Vitelli... Wie gesagt, du musst mir am besten die Gebiete auf der, aufschreiben, wo ich die finde. Weil laut meiner Karte sollen hier sich mindestens 3 noch befinden. Aber ich sehe nur 2. Ach ja. Oh nein, nicht die Schicksalsglocken. Weg damit. Ich hau ab. Wir werden jetzt einfach mal diesen Eisvieh da besiegen oder Feuervieh oder was auch immer das war. Und gucken, was er für Werte hat. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ne, ich bin richtig. Hier. Das Vieh. Das kalte Feuer. Vielleicht finde ich ja auch sogar noch was im Netz, was auch auf Deutsch ist. Das ist so ätzend. So, wir machen Heilungshieb. Wir machen Mittelheilung. Wir machen Schmor und Tanzbann. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Ach, einfach nur so. Nur so ein komischer Zauber. Okay. Okay, Feuer ist nicht so effektiv. Dann versuchen wir was anderes. Und zwar gehen wir weiterhin auf den Heilungshieb. Und erstmal alles angreifen. Multischuss. Aber auch nicht das Wahre, ne? What the fuck? Ja, nee, ist klar. Alter! Tu mir das nicht an! Tu mir das jetzt nicht an! Boah. Ach komm schon. Sag mal, bist du behindert? Ach, wieso greife ich jetzt an? Bin ich behindert? Ja, bin ich gerade. Ich muss ihn wiederbeleben. Und zwar so, indem ich fliehe. Ach, mit Dreieck kann ich runter. Der wollte einfach nie aufstehen. Nö. So. Multiheilung. So. Dann. Ein Zauberwasser. Zwei Zauberwasser. So. Wo ist er? Heide Witzka hier, ey. Was mache ich hier eigentlich? Ah, das dauert noch. Okay.
Ja, ich muss mich eh jetzt teleportieren. Ich schau mal, wie ich das am besten schneide. Das ist echt gerade für mich. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt noch eine Sache. Eine Sache machen wir noch. Ich weiß nicht mal, wie viel Minimeter ich jetzt gerade habe. Aber das möchte ich noch machen. Und dann sollte ich mich mal gründlich informieren. Oder ihr schreibt mir das in den Kommentaren. So, wie viel haben wir denn jetzt? Damit hättet ihr 50. Stab des Gotteszorns. Goldklumpen. Zwei Stück noch. Das wird witzig. Ist der besser? Jawohl. Jawohl. Kann ich mit dem Magma-Stab irgendwas noch machen? Das glaube ich nicht, ne? Naja, gut. Neue Waffe für unsere Jessica. Und dann werden wir jetzt abspeichern gehen oder zumindest nach Otto gehen. Und dann wird es erst in der nächsten Aufnahme soweit sein, dass wir jetzt weitermachen. In der Kräutergrotte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt gerade. Da. Hammer, hammer, hart. Da kann man sehen, ne? Das Spiel hat doch noch einiges zu bieten. Also, ich würde schon gerne die drei Roboter haben, die mir vorgeschlagen werden. Und dann würde ich, dann werde ich auch mal in der Monster Arena weitermachen. Wurde mir so empfohlen. Also soll derjenige sich melden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's mit Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin.